Hallo, mein Name Luca. Hallo, mein Name Luca. Spasti. Herzlich willkommen hier heute zu einem Video, auf das ich gerade sehr, sehr lange hingearbeitet habe. Ich spiele jetzt gerade das Spiel hier schon seit ein oder zwei Stunden, nur um alles hinzukriegen. Ihr seht schon, es ist eingeblendet. Ich bin heute ein Wal. Wow. Cool. Wir befinden uns hier heute nämlich in Goat Simulator und wie ihr schon unschwer erkennen könnt, bin ich hier ein Wal. Und zwar, jetzt fragt ihr euch bestimmt, hey, was hast du getan, dass du ein Wal bist? Ich habe eine Website gefunden, auf der gesagt wurde, dass es in der Goat Simulator Map sehr, sehr viele Collectibles gibt, die man einsammeln kann. Und wenn man die alle eingesammelt hat, dann wird man ein Wal. Und dafür habe ich gerade so lange gebraucht. Ich weiß nicht, was wir mit diesem Wal... Oh mein Gott. Was tut er? Ist das Wasser? Sieht aus wie so ein Laser oder so. Ich drücke die ganze Zeit irgendwas. Ich will ihn am liebsten irgendwie bewegen, aber ich kann mich nur... Nur seine Flosse bewegt sich. Hey Leute, I-Beams, der Wal. Leute, erstmal, ich finde dafür, dass ich es hingekriegt habe, dass ich ein Wal bin. Leute, wir schaffen doch easy 400.000 Likes. Woo! 400.000. Also lasst ein Like da, wenn es euch gefällt, dass ich ein fucking Wal bin hier. Mein Gott, also ich meine, wen freut's nicht? Die Scheiße ist halt, dass ich mit diesem Wal nicht mal aus diesem beschissenen Käfig raus... oh mein Gott, okay, ihr könnt es gerade schaffen. Ein paar Sekunden später. Naja, ist unmöglich. Ich würde sagen, wir gehen mal in eine andere Map mit dem Wal. Ich weiß jetzt nicht, was wir da am besten auswählen sollten als Map. Ich glaube, ich nehme einfach mal City Bay, weil City Bay hört sich so ein bisschen an, als wenn da zumindest ein bisschen Wasser am Start wäre. Wenn ihr übrigens Goat Simulator feiert und ihr wollt, dass ich das öfters hochlade, dann schreibt mal Goat Simulator unten in die Kommentare, dann sehe ich das. Unser Wal rollt sich runter und ihr seht schon, Freunde, da vorne ist das Wasser. Das heißt, es könnte jetzt sein, dass der Wal sich im Wasser zumindest vernünftig bewegen kann. Nein. Der Wal chillt hier nur rum. 12 seconds later. Oh mein Gott. Okay, Leute. Wir haben es irgendwie hingekriegt, dass der Wal sich jetzt mittlerweile wie ein Aal eher bewegt. Was zum Fick ist los mit dem, Alter? Ich dachte, der ist jetzt irgendwie so richtig schön graziös unter Wasser. Oh, Slow Motion. Wow. Sieht ja richtig cool aus mit seinem Mund da. Cool, dude. Ey, ich dachte, ohne Spaß. Oh, da ist eine Trophäe, da ist eine Trophäe. Hallo, Trophäe, Trophäe, Trophäe. Schnell mitnehmen. Hey, hey. Was ist los mit diesem Vieh? Und warum winkt er wieder irgendwem zu? Leute, ich habe keine Hand an der Tastatur. Okay, hier haben wir den Wali auf jeden Fall am... Was ist los mit den Leuten, beziehungsweise mit der KI in diesem... Wahrscheinlich steht er gleich wieder auf, hä? Hm? Ja, da steht er und da liegt er wieder. Jetzt läuft er tatsächlich auf mich zu, auf den Wal. Das ist nicht wahr! Als wenn der mich einfach so um... Hallo! Ich bin ein Wal! Fuck you! What the fuck? Wem winkst du die ganze Zeit? Es ist sowas von unmöglich, mit diesem Wal irgendetwas anzustellen in diesem Spiel. Ich dachte, das wäre cool, so von wegen, hey, yo, Gott, jetzt frisst der einen Baum hier oder was? Ich dachte so, yo, Goat Simulator, voll cool, Luca, ja, mach mal ein bisschen... Oh, ein Helikopter? What the fuck? Fuck, man, was geht ab in dieser Map? Ich dachte so, ja, Luca, mach dir mal ein bisschen Mühe, zock mal ruhig vorher schon mal zwei Stunden, damit du irgendwie die ganzen Teile kriegst und einen Wal spielen kannst, aber lol, lol, was für lol? Jetzt bin ich dieser Wal und also, wirklich, was kann ich denn machen mit diesem beschissenen Wal? Leute, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber ich probiere es mal. Ich habe jetzt wieder den Wal ausgewählt. Allerdings seht ihr jetzt schon, wenn wir spawnen, dass wir ein Jetpack oben drauf haben. Das heißt, theoretisch, wenn wir R drücken, haben wir einerseits Jetpack und Düse. Das heißt, wir können uns schon mal ein bisschen bewegen. Fall nicht ins Wasser. Fall nicht ins Wasser. Und er ist im Wasser. Warum? Warum? Jetzt sind wir genau da, wo wir vor 5 Minuten waren. Ich meine, wenn ich das Jetpack anmache, dann haben wir zumindest noch eine kleine Chance, vielleicht irgendwie ein bisschen schneller voranzukommen oder irgendwas anderes zu machen in dieser Map. Aber ey, Leute, ihr müsst euch das so vorstellen. Ich saß hier 1,5 bis 2 Stunden, habe alle von diesen scheiß Trophäen eingesammelt. Auf jeden Fall habe ich das dann alles eingesammelt, habe dann gedacht, okay, ich schreibe eigentlich morgen 2 Klausuren und nächste Woche nochmal eine und danach die Woche nochmal eine. But I don't fucking care, I need a fucking video for today. Also habe ich mir gedacht, okay, mache ich das, investiere ich die Zeit und bin dann nachher ein Wal. So ein großer, imposanter Wal. Und was bin ich? Was tut er? Digga! Er dreht... Wenn irgendjemand von euren Eltern oder von euren Freunden euch fragt, ja, was macht Luca denn so auf YouTube? Womit macht er Geld? Womit macht er denn seine Klicks? Zeigt denen einfach das hier! Ein fucking Wal!
der sich im Wasser dreht. 2000 Jahre später. Oh, Leute, wir sind aus dem Wasser raus. Das heißt, wir liegen jetzt... Ja. Oh, hey, Girl. Dadurch, dass ich allerdings alle Trophäen eingesammelt habe, bekomme ich nicht nur den Wal, sondern kann auch jetzt hier anstatt Riesenziege auch eine große Ziege auswählen. Das heißt, ich klicke jetzt einfach mal auf große Ziege, klicke auf Spielen. Mir ist ja gerade aufgefallen, dass durch das Einsammeln nicht nur riesengroße Ziege dazu kam, sondern auch große Ziege. Und das ist eine Giraffe. Was machst du hier eigentlich schon wieder? Ich dachte, du wärst irgendwo hingelaufen. Hey lady, wanna taste my booty? Oh mein Gott, what the fuck? Hey lady, wanna taste my... What? Was? Was macht diese Frau? Was führt die im Schilde? Hey, hey, Frau, kannst du... Oh. Sorry. Wir galoppieren jetzt als Giraffe einfach mal da ins... Sie liegt da so, als wäre sie tot. Oh, das ist so ein anstrengender Tag. Oh. Ich verstehe einfach nicht, wie so eine Giraffe in dieses Spiel passt. Ich meine, das ist letztendlich eigentlich immer noch der Goat Simulator, nicht irgendwie Wal- oder Giraffen-Simulator. Das ist halt auch Hammer. Du gehst auf den Markt und da sind zwei Leute und die laufen... What the fuck is going on in this game? Ich kann euch hundertprozentig sagen, dass dieses... Ich wollte wirklich sagen, dass sie innerhalb der nächsten 10 Sekunden umfallen, aber ich konnte nicht mal meinen Satz beenden und die sind schon umgefallen. Was geht ab mit diesen Menschen? Also, ich meine, das Spiel mit der beschissensten KI ist mit Abstand von allen Spielen Goat Simulator. Oh yeah, guys, I found a Rutsche, wo ich jetzt runterrutschen kann in Richtung Wasser und ey... Da liegen schon wieder zwei Leute. Das ist jetzt wirklich ein Ort, an dem ich, glaube ich, noch nie war in meiner kompletten Goat Simulator Karriere. Also ich hole mir erstmal hier vorne die Trophäe. So, da haben wir die 1 von 31. Das ist ja ein richtig guter Wert hier zum Start in der Map. Ich war hier noch nie, ey. Hier vorne wird gegrillt. Jetzt wird hier nicht mehr gegrillt. Leute, ich habe ein Ziel. Und zwar ist es das, auf dieses fucking Riesenrad zu kommen. Weil die haben keine Tarife für Giraffen. Und ich passe auch nicht in so eine Gondel rein. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal so machen. Werde hier die Seite hochlaufen. Und jetzt von dem Riesenrad wegspringen, genau. Dann noch eine Laterne mitnehmen, die dann hinter mir ins Wasser knallt. Genau das war meine Intention. Es muss doch irgendwie möglich sein, hier auf dieses verdammte Riesenrad zu kommen. Hier stehen, dann hier die Wand hochlaufen und jetzt einfach von der anderen Seite genau wieder runterfallen. Wir schauen mal, was wir noch so an Viechern haben. Ich habe hier neben der großen Ziege und der Riesenziege auch noch eine Federziege. Das heißt, ich klicke einfach mal auf Spielen. Leute, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Also die große Ziege war ja bisher die Giraffe, die riesengroße Ziege war ein Wal und die Feder ist ein... Was? Ein Ostrich? Ein Strauß? What the fuck? Ich meine, es ist jetzt schon cool, so dass ich irgendwie ein Strauß bin, aber so die Sache ist einfach, ich fände es halt voll cool. Das fände ich nicht so cool. Nee, ne? So sprintet der Strauß. Kann der fliegen? Er kann wirklich ein bisschen fliegen. Nein. Ich habe mich jetzt einfach mal dorthin gesellt, wo ich wirklich meine Freunde auch wiederfinde, und zwar beim Müll. Damit würde ich nämlich auch meine Spielleistung heute gleichstellen. Lol, hier ist einfach ein Longboard und jetzt kann ich als Ostrich auf dem... Er ist richtig motiviert. Longboard Tour 2017, meine Damen und Herren. Das geht ab. So macht das Spaß. Also hier Ostrich Strauß auf einem Longboard. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Kann ich da drauf? Kann ich da hochfliegen? Warte mal. Wenn ich nicht hier hoch... LOL! Wo bin ich? It's like a whole new universe for me. I'm sorry, man. Das war nicht meine Absicht.
Ja, Leute, ihr habt sicherlich schon gemerkt, ich habe im heutigen Video ein bisschen weniger geschnitten. Na, was heißt ein bisschen weniger? Ich habe natürlich auch noch meine Standard-Cuts gemacht, so die ganze Zeit mit dem Ranzoom, was ich jetzt auch gerade wahrscheinlich wieder mache, aber halt ein bisschen weniger, was Musik und Sounds und so angeht. Liegt einfach daran, dass ich derzeit voll in der Klausurphase bin, aber ich bin halt auch kein Mensch, der dann sagt, ja, ich mache jetzt 2 Wochen keine Videos, weil dann würde ich mir selber so unproduktiv vorkommen, dann setze ich mich lieber ein bisschen... Ah, da war der Trophäe! Da setze ich mich lieber selber so ein bisschen unter Druck und mache dann hier zumindest noch das Video. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst ein Like da, 400.000 Likes, habe ich ja zu Beginn schon gesagt. Natürlich nur ein Joke. Oder doch nicht? 400.000 Likes wären schon krank. Auf jeden Fall beende ich jetzt an dieser Stelle das Video. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst ein Like da. Ihr findet jetzt hier oben einen Smiley eingeblendet. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren. Da oben findet ihr auch meinen Shop eingeblendet, wo am 1.6. eine neue Sommerkollektion launchen wird. Und hier unten ist ein anderes Video verlinkt. Yay.